Jetzt ist es wieder soweit. Seit dem 21. November lädt der Hof des Schloss Freudenstein wieder Jung und Alt sowie Profis und Anfänger zum Eislaufen ein. Am Vorabend wurde die Eisbahn offiziell eröffnet. Moderator Gerd Edler führte durch das Programm und begrüßte alle Gäste auf das Herzlichste. An seiner Seite waren der Geschäftsführer der Freiberger Brauerei Holger Scheich, der Oberbürgermeister Sven Krüger und die Bergstadtkönigin Lucy Fischer. Nach langer Aufbauphase erstrahlt nun die Eisbahn für die Wintersaison 2018-2019 in einem einzigartigen Ambiente. Alles ist eingerichtet und nun ist es auch endlich losgegangen. Die ersten Schlittschuhläufer kommen. Es ist wie immer viel los. Man kann bei uns Eisstock schießen täglich. Da ist allerdings Anmeldung erwünscht unter 363-225 Freiberger Vorwahl. Und ansonsten bieten wir das freie Eislaufen natürlich an, täglich in der Woche von 15 bis 21 Uhr und am Wochenende von 10 bis 21 Uhr. Umrahmt wurde der Abend von Kindern. Sie zeigten ihr Können auf der Eisfläche. Erstmalig in diesem Jahr wird eine erfahrene Eisläuferin auf der Eisbahn Eislaufkurse für Groß und Klein zweimal in der Woche durchführen. Schlittschuhe und Helme können bequem ausgeliehen werden und auch Garderoben stehen bereit. Ja, wer nicht Eislaufen mag, kann natürlich trotzdem hier im wunderschönen Ambiente des Schlosshofes sich hier aufhalten, in der unserer rustikal eingerichteten Winterbar, essen und trinken. Hier gibt es Speisen, alles was das Herz begehrt, rustikale Speisen, Nachspeisen. Es gibt natürlich auch unser Freiberger Glühbier zu trinken, es gibt Freiberger Pilz zu trinken, heiße Schokolade, was man so möchte. Ansonsten gibt es auf der Eisbahn noch ein paar Sonderveranstaltungen. Wir freuen uns auf die alljährliche Silvesterveranstaltung. Ein Familiensilvester von 15 bis 21 Uhr findet das statt. Also da ist die ganze Familie willkommen. Es gibt auch noch ein paar Karten. Also wer sich beeilt, kann noch mit dabei sein. Und zum Fasching natürlich auch den Kinderfasching auf dem Eis. Auch Oberbürgermeister Sven Krüger ist stolz auf 6 Jahre Eisbahn in Freiberg. Die Eisbahn ist ja so eine Verlängerung, so eine heimliche Verlängerung des Christmarks. Wenn dann der Hunger auf Glühwein oder Glühbier noch nicht gestillt ist, dann kann man das hier im Januar noch machen. Und wir werden auch im Januar, am 23. Januar, noch eine besondere Ausstellung im Museum eröffnen. Also ganz, ganz viele Highlights, die dann auch im neuen Jahr auf uns alle warten. Und ich denke, hier das Ambiente im Schloss Freudenstein ist eigentlich das Schönste, was man sich für eine Eisbahn wünschen kann. Ich freue mich jedes Jahr drauf und so viele wie heute da sind, zeigt das, dass sie alle auch mit gespannt und heiß drauf sind. Und das ist einfach das, was Freiberg ausmacht. Gemeinsam schaffen wir ganz, ganz viel. An die Eisbahn hat keiner geglaubt und jetzt sind wir mittlerweile schon im 6. Jahr. Das ist toll. Alle Gäste vergnügten sich noch in der Winterbar bei Glühbier, Glühwein und herzhaften Speisen. Bis zum 2. März 2019 kann die Eisbahn im Schloss Freudenstein genutzt werden. Unter dem Motto „Tauschen Sie Ihre Winterschuhe gegen Schlittschuhe“ können Sie die einmalige Atmosphäre im historischen Ambiente des Freiberger Schlosses genießen. Ja, man muss einfach sagen, die Adventszeit beginnt natürlich ein Stück weit eher. Wir können heute das erste Mal Glühwein, Glühbier trinken und es geht bis in den März hinein. Bis zum Ende der Winterferien kann man die Christmarktsaison verlängern, kann einfach noch eine schöne Zeit haben und kann den Winter im Erzgebirge genießen. Der gehört einfach zu unserer Region dazu. Und so wie heute, leichte Schneetreiben, schönes, kaltes Wetter. Ist einfach schön. Wer mehr wissen will, kann natürlich sich entweder an jemanden wenden, der hier arbeitet, oder halt im Internet unter www.eisbahn-freiberg.de sich informieren. Über Facebook kann man sich informieren oder auch unsere Hotline nutzen, die schon genannte 03731 363 225.